Was, wenn sie erfahren, dass sie ein ganz anderer sind? Dass ihre Eltern nicht ihre Eltern sind, dass sie ganz anders hießen? Ja, dass sie eine ganz andere Sprache gesprochen haben? W.G. Sebalds Roman Austerlitz erzählt die Geschichte des jüdischen Gelehrten Jacques Austerlitz, der in der freudlosen Atmosphäre eines walisischen Pfarrhauses aufwächst und erst als Jugendlicher erfährt, dass er unter falscher Identität gelebt hat. Der namenlose Erzähler begegnet Austerlitz in den 60er Jahren auf einem Bahnhof. Immer wieder begegnen sich die beiden zufällig, jahrzehntelang. Austerlitz erzählt ihm, wie er sich beim Anblick eines Jungen auf einem Bahnhof plötzlich erinnert hat, dass er selbst als Vierjähriger mit einem Transport jüdischer Kinder nach England gekommen ist. Wie er gelernt hat, dass ein Zug ihm das Leben gerettet hat, aber ein anderer Zug seine Mutter nach Theresienstadt deportierte. Wie er nach Spuren seiner Eltern gesucht hat, die von den Nazis ermordet wurden. Seine Reisen führten ihn unter anderem nach Prag, zu seinem früheren Kindermädchen. Die Möbel, die Vera im Mai 1933 mit der Wohnung von ihrer Großtante übernommen hatte, der verglaste Bücherschrank, der Schreibsekretär, die lange Ottomane, die Kamelhaardecke zusammengelegt, dies alles war während der gesamten Zeit meines Lebens an seinem Platz geblieben, weil Vera, wie sie mir sagte, sagte Austerlitz, seit sie mich und meine ihr so gut wie schwesterlich verbundene Mutter verloren hatte, keine Veränderung mehr ertrug. Das ist ein typischer Sebald-Satz, ausschweifend, melodisch, präzise und immer mit einem melancholischen Grundton. So schreibt kein anderer. Als Austerlitz 2001 erschien, war das eine literarische Sensation. Das Buch gilt bis heute als Meisterwerk. Sebald selbst konnte seinen Ruhm nicht mehr erleben. Er starb kurz nach Erscheinen des Romans bei einem Autounfall. Wenn Sie denken, dass Sie alles gelesen haben zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust, lesen Sie Austerlitz. Dieses Buch ist anders und besonders.